Christian ist mit dem Schiff nicht untergegangen. Wir hätten ja alles vermutet, nur das nicht. Und hier ist der Beweis. Ja, moin moin, liebe Karaoke-Freunde. Das, was ihr da im Hintergrund sehen können, das ist Büsum. Und das liegt ja bekannt hier in Schleswig-Holstein. Ich melde mich hier vom Butterdampfer MS Büsum. Und hier sind ganz viele sympathische Leute, die alle darauf warten, sich heute eine Rheumadecke zu kaufen. Nein. Nein, sondern? Na, Seehunde. Seehunde wollen sich angucken. Ja, die gibt's gleich auch noch zu sehen. Aber viel wichtiger, wir überraschen heute unseren nächsten Morningstar-Karaoke, Thorsten Schäfer. Der ist hier der Kombüsenchef. Und was der für ein Gesicht macht, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, sehr gut. An der Nordseeküste, am Plattdeutschen Strand. Wie geht's Ihnen? Danke, bestens. Ehrlich? Ist ja, das? Ja, klar, beim Pharisäer. Der muss anders auch gucken. Sie trinken Pharisäer, was ist das genau? Das ist starker Kaffee mit Rum. Und die Fische im Wasser. Da können Sie es mal reinsprechen. Wen wollen Sie grüßen? Die Enkel und der Schwiegersohn. Und Zeltelen am Land. Darf ich mal probieren? Ja, hier. Ja, nö, ich, nicht so. Im Strohhalm nicht. Aber nicht mit dem Strohhalm. An der Nordseeküste. Ich grüße dann auch mal mit. Dann müssen wir nur mal wissen, wann das gesendet wird. Das sage ich Ihnen nicht. Das tschüss. Das sagen Sie nicht. Am Plattdeutschen Strand. Unter Deck wird hier ausgelassen gefeiert, die Stimmung kocht. Mit strengem Blick steht jetzt hinter mir der Captain des Ganzen. Sind die Fische im Wasser? Ich kenne das nicht. Oh, nee, aber das knallt ganz schön, ne? Wow. Die Leute sind hart an der Küste. Ja, ne? Ja. Ich begrüße die Gäste dann hier an Bord zu unserer Fahrt zur Seehundsbank. Wir gucken jetzt mal, wo Thorsten Schäfer sich befindet. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Wir sehen uns dann gleich wieder, ne? So, tschüss! Wo kommen Sie denn her? Aus Berlin. Oh, oh, Vorsicht! Wir sind ja Kieler Sprotten. Sie sind Kieler Sprotten? Jawohl. Ja, liebe Zuschauer, wir sind mittlerweile am Unterdeck angekommen. Und meine Freundin ist immer noch... Ja, ich erzähle den Zuschauern gerade was. Ich erzähle den Zuschauern gerade was. Ja, ja, ja. Liebe Zuschauer, wir sind mittlerweile am Unterdeck angekommen und hier herrscht richtiger Wellengang schon. Also ich kann mich kaum noch halten und meine Ersatz-Omi für den heutigen Tag, die hält mich hier ein bisschen fest. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo Herr Schäfer ist. Der muss ja irgendwo hier unter Deck sein. Moin. Wie geht's Ihnen? Ja. Ja, was ist hier eigentlich los? Ja, Herr Schäfer. Tag. Moin, Herr Detborn. Wer weiß schon, worum es geht, oder? Naja, sicher. Ich habe so eine gewisse Ahnung, ja. Sie haben die Bewerbung selber geschrieben. Sie gucken das jeden Morgen? Ja, heute hat er 90% gehabt. Heute hat er 90% gehabt? Also Sie gucken das wirklich jeden Morgen? Naja, ich muss ja aufstehen um die Zeit und dann... Oh Menno, so macht das überhaupt keinen Spaß mehr. Der ist ja gar nicht überrascht gewesen. Aber egal. Herr Schäfer, dann brauche ich ja gar nichts mehr erklären. Dann können wir es ja heute mal kurz machen. Ja, natürlich. Ja. Warum nicht? Ich habe vorhin schon gehört, es gibt Robben zu sehen. Ja, also wir haben ja hier drei verschiedene Arten von Meeressäugern. Schweinswale, die sieht man ab und zu mal hier im Wasser. Ja. Dann haben wir Kegelrobben und Seehunde. Und die Seehunde sind hier in größerer Anzahl. Und das heißt wiederum, dass wir jetzt die Sandbank hier vorne gleich um die Ecke rumfahren. Und an der Spitze da oben, da liegen dann die Seehunde. Ich schätze mal, heute werden jetzt so um die 60, 70 Tiere ehrlich sein. Ja, bei dem Sonnenschein. Also kann man sagen, dass das dein Traumjob ist? Wie lange machst du den Job jetzt schon? Ja, mit Unterbrechung seit 92. Ja. Ja, und naja, Traumjob. Gut, okay, ist eine Arbeit wie jeder andere auch, aber eine angenehme. Hier spricht der Schlingel und Flegel vom Sat.1 Frühstücksfernsehen. Mein Name ist Christian Dittborn. Ich habe eine Bitte an Sie, den Mann, den Sie am Oberdeck sehen, der heißt Thorsten Schäfer. Und der wird jetzt gleich für Sie singen. Jetzt baue ich ein bisschen auf Sie, dass Sie so ein bisschen super Stimmung machen. Wenn alle die mitmachen, gibt es nachher Räumerdecken für alle umsonst. Ja? Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. In einem Studio
Porschen, gleich bei der Autobahn. Hier hört man Geige, Banjos, die Gitarre. Hier sind sie gut gelaunt, die Cowboys von der Vorderkant. Mit ihren Mischwürzern. Ja, liebe Zuschauer, wir sind wieder angekommen im Büsum. Das war unsere wunderbare Butterdampferfahrt. Thorsten, Mensch, dein Fanclub hast du dir mitgenommen. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Oh, ja, ja, danke schön. Dein Fanclub hast du dir direkt mitgenommen. Tschüss. Und ich würde vorschlagen, du fährst direkt mit dem Butterdampfer weiter ins Studio. Nach Hamburg. Nach Hamburg? Nee, nach Berlin. Nach Berlin. Ja. Und wir sagen Tschüss aus Büsum, alles Gute und bis die Tage. Tschüss.